Grüße euch, meine Lieben, zum germanischen Götterorakel vom Montag, den 10. Februar bis zum 16. Februar 2020. Am Sonntag haben wir Vollmond. Was ich jetzt sehr witzig finde, ist, ich habe mir den einen Originalkalender gekauft von Stefanie Kalewski, ein Hexenkalender. Wirklich interessant. Na gut, für Termine jetzt reinzuschreiben, jetzt weniger. Also es rentiert sich auf jeden Fall. Den Jungs hat es am Dienstag auf jeden Fall gefallen, dass hier am Montag, den 3. Februar, Tag des katholischen Heiligen Blasius war. Das haben sie auf jeden Fall eingetragen. Jetzt aber für die Frau kommt hier am 6. den Donnerstag, auf jeden Fall Tag der griechischen Göttin Aphrodite. Und Freitag, also heute, Tag der griechischen Göttin Selene, ja, wo wir dann auch so mehr oder weniger auch zu unserem Genuss kommen können. Sie ist die Mondgöttin, Schwester der Sonne, Göttin der Nacht. Sie regiert aber auch über die Gewässer der Welt und alle Flüssigkeiten des Körpers. Aber auch über die Gefühle und das Unbewusstsein des Menschen. Ja, wir können sie um Unterstützung in unserem Gefühlschaos bitten, indem wir eine silberne, alternativ weiße Kerze mit einer Mondsichel beschriften und die Kerze abbrennen lassen. Ja, also ähnlich. Also beim Thema Körperflüssigkeiten haben wir dann halt hier nochmal in dieser einen Woche irgendwo doch schon gut aufgeteilt. Ja, okay. Stört euch da bitte nicht dran, dass hier in meiner Leinwand ein Loch drin ist. Ich bin noch nicht zum Restaurieren gekommen. Hab mal in der WG gewohnt, dann kam ich nach Hause und dann war mein liegender Akt mit grünen Stiften bemalt, also und ja, hier halt auch ein Loch drin. Und kam jetzt noch gar nicht ans Restaurieren. Ja, das wäre dann eigentlich auch der Kopf. Ja, das ist eigentlich rechts und rechts. Diese Seite, wie ist noch jetzt da unten? Okay, aber eher im Stil von Picasso, wie man es an dem Kopf ja sehen kann. Etwas abstrakt. Wir haben drei Legungen. Ich quatsch wieder so viel. Bei der ersten haben wir einen hellblauen Stein. So beige oder rosa Farben. Und bei der dritten Legung einen grünen Stein. Dürft ihr gerne in euch gehen. Ich komme zu den Karten allgemein von dieser Woche. Die Joker-Karte von Bärbel Mohr. Wenn dir nicht reicht, was das Universum dir liefert, bleibt dir nur, an dir selbst zu arbeiten und mehr Licht und Liebe zu werden. Denn nach dem Resonanzgesetz kannst du nur Dinge in dein Leben ziehen, die ähnlich viel Licht und Liebe enthalten wie du selbst. Okay. So.
Und hier, spirituelles Geldbewusstsein, ihr täglicher Wohlstandsimpuls von Thorsten Weiß. Ich weiß, dass ich die Realität erschaffen kann, die ich möchte. Diese neue Überzeugung wird stets größer werden, je mehr Erfolge du erzielen wirst. Sei dir sicher, dass du in diesem Moment alles in dir drauf ausrichtest, dass sich in deinem Leben das zeigt, was du brauchst. Konzentriere dich aber vor allem auf die Sehnsucht in deinem Herzen und werde dir bewusst, dass es sinnlos ist, Realitäten, die dir keine Freude bescheren, erschaffen zu wollen. Und die Krafttierkarte für diese Woche. Haha, und wir haben hier nochmal den Adler. Der Adler steht für spirituelles Selbstbewusstsein. Verbirg nicht länger deine spirituellen Anteile. Wenn du deinen geistigen Weg mit angemessenem Selbstverständnis weitergehst, kommen wie von selbst wieder gesundes Selbstbewusstsein und Erfolg in dein Leben. Affirmation: Ich gehe würdevoll und mit Respekt meinen spirituellen Weg, meinen Weg der Liebe und des Herzens. Okay, meine Lieben, und wir beginnen mit der ersten Legung. Allgemein habe ich Gylfi für dich, die Suche. Mythos. Gylfi ist ein schwedischer König, der seine Krone ablegt und sich auf die lange beschwerliche Suche begibt, um Asgard, das Reich der Götter, zu finden, was ihm gelingt. Das ganze Leben gleicht einer fortwährenden Suche, in deren Verlauf wir Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln. Gylfi steht für den suchenden Geist in uns Menschen, die wir auf unserer Lebensreise immer wieder neue Abschnitte durchwandern. Einer davon kündet sich hiermit möglicherweise schon seit längerem an und drängt uns nun, diesen Schritt bewusst zu wagen. Wohin er uns führt, ist ungewiss und wird und kann uns diese Karte auch nicht verraten. Der Tag entsteht beim Gehen und irgendwann werden wir wissen, warum wir ihn betreten haben. Okay, wir kommen zu unseren beruflichen Themen diese Woche. Wir haben hier Nitöck, die Neid. Mythos. Unter einer der drei Wurzeln der Weltenesche haust die alte Schlange Nitöck. Beständig nagt sie an den Wurzeln des Weltenbaums, in die sie ihr ätzendes Gift pumpt.
Auf der beruflichen Ebene sind Intrigen, Mobbing und falsche Freunde zu erwarten, da man uns Stellung und Erfolg missgönnt. Fühlen wir uns selbst benachteiligt. Gilt es, die wahren Beweggründe für unsere Unzufriedenheit herauszufinden? Möglichst bevor wir Dinge unternehmen, die unseren Geschäftspartnern oder Freunden aus verletztem Stolz heraus Schaden zufügen und nicht mehr rückgängig zu machen sind. Ja, nach dem zunehmenden Mond folgt automatisch auch der abnehmende Mond. Und eigentlich kann ich mir es jetzt gar nicht so vorstellen, dass schon direkt nach dem Vollmond so ein bisschen Selbstzweifel und Intrigen damit untergesponnen wird. Ja, aber als Warnung ist es mit Sicherheit immer ganz gut zu wissen, oh, okay, da könnte etwas auf mich zukommen. Meistens ist es dann doch eher zum Neumond. Naja. Also weißt, was los ist. Ne? Viele sind, sie gehen morgens im Dunkeln auf die Arbeit, kommen abends heim, es ist dunkel. Also sich da irgendwie noch Licht zuzuführen mit einer Lampe, die die Chakrafarben beinhaltet. Ja. Oder auch mal unter Solarium und wenn es 15 Minuten sind, einfach um Endorphine mitunter zu tanken. Wir kommen zum Thema Liebe. Thema Liebe habe ich jetzt Lokis Strafe gezogen. Die Schuld. Inwieweit hast du dich schuldig gemacht? Ja, also gut, wenn es jetzt hier mitunter der Fasching ist und man sich vermodelt, ja, es ist ja was ganz anderes. Hier Mythos. Nachdem Loki aufgrund seiner Untaten mehrmals in Ungnade gefallen ist, schmieden ihn die Götter an einen Felsen. Dort muss er bis zum Weltenende ausharren, während das Gift einer Schlange beständig auf sein Haupt träufelt. Kummer, Ohnmacht und Verzweiflung sind angezeigt. Haben wir uns tief in eine Angelegenheit verstrickt oder an eine Person gebunden, sehen wir uns nun mit den quälenden Auswirkungen unseres Tuns konfrontiert. Vielleicht zwingt uns aber auch unser Körper endlich einmal innezuhalten, um uns zu fragen, vor welcher wirklichen Bewältigung im Leben wir uns schon viel zu lange drücken. Denn wählen, inwieweit wir uns diese Aufarbeitung verweigern, können wir zu jedem Zeitpunkt neu. Die selbstkritische Beleuchtung unserer Ängste und Schattenseiten gibt uns Hinweise darauf, wie wir uns aus dieser unangenehmen Lage befreien können. Die Chance dieser Karte liegt also darin, zu erkennen, was uns diese schmerzvolle Erfahrung lernen will, damit sich Ähnliches in Zukunft nicht zu wiederholen braucht. Und Amos Botschaft, du wirst mehr geliebt, als du dir vorstellen kannst.
Denk stets daran, ich liebe dich. Dann haben wir von Colette Baron Wright die Map Weisheitskarten der Seele. Und hier haben wir Bewahren des Schatzes. Du bist stets beschützt und unter göttlicher Führung. Obwohl dies eine Zeit ist, die große Risiken birgt, kannst du auf einer tief liegenden Ebene doch sicher und in Geborgenheit voranschreiten. Bei allem Auf und Ab in der Welt gibt es ein Fundament, das dich sicher trägt. Schutzengel und andere wohlgesinnte Wesen geleiten dich und flüstern dir zu, sodass du ihrer schützenden Anwesenheit gewahr wirst. Loyalität ist für dich jetzt ein wichtiges Thema. Pflege, was dir lieb und teuer ist. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um die Bande der Freundschaft zu festigen oder sich ihrer Unversehrtheit zu vergewissern. Wenn du jetzt das Gefühl hast, auf die Probe gestellt zu sein, wisse, dass ein treues und ergebenes Herz immer sein Ziel findet. Gib dich unter die Fittiche eines Engels. Du bist nicht allein und hast keinen Grund, dich zu fürchten. Nur Mut. Und dein Engel, wir haben hier Erzengel Zadkiel für dich. Glaube, wir können nicht tiefer fallen als die Hände Gottes. Erzengel Zadkiel unterstützt uns ja auch im violetten Strahl hier mit unter uns auch mit Energie aufzuladen und wir können ihn und Michael anrufen, wenn wir alte Verstrickungen, alte anerzogene Muster mitunter auch loslassen möchten oder auch Menschen loslassen möchten, sodass wir ihn hier mitunter auch bitten können, uns beizustehen. Wenn wir die spezielle Deutung aus dem großen Engelkarten hernehmen, innere und äußere Freiheit, Transformation ungelöster Wesensanteile, sich selbst erkennen, Veränderung zulassen, Wandel zum Guten. Auflösung und Erlösung von Karma. Karmische Strukturen durchschauen. Tod und Auferstehung. Erzengel Zadkiel spricht. Ich bin das Auge, in das die Unendlichkeit blickt. Ich bin die Erkenntnis, die deinem Herzen entspringt und die sodann nach oben aufsteigt, um den Geist zu erleuchten und alles Dunkel zu verwandeln in reines, leuchtendes Geist selbst. Überschreite die Schwelle und werde frei von allen Sorgen und allem Kummer. Gebe deine Fixierung auf. Werde frei im Herzen. Du hast die freie Wahl.
Emotionen und Gedanken sind wie Wellenbewegungen auf einem großen Meer. Die Wellen steigen und fallen. Sie sind nicht identisch mit der Qualität des Wassers selbst. Es ist nur der Wind, der über die Oberfläche streicht und sie dadurch für kurze Zeit verändert. Ohne äußere Einflüsse wäre die Wasseroberfläche still und unbewegt. Meditiere darüber. Mein Name bedeutet Wohlwollen Gottes. Es ist darum durch Gottes Wohlwollen möglich, dass der violette Lichtstrahl dich aus deinem Ausgeliefertsein an Karma, Unvollkommenheit und Dogma erlöst. Ich sende dir die Kraft der Umwandlung, der Auferstehung und Wahrheit. Satkir, mein liebevoller Begleiter und karmischer Erlöser. Hilfreiche Affirmation. Indem ich Schmerz, Trauer und Leid freilasse, werde ich selbst zu meiner Erlösung. Ich verbinde mich mit meinem geistigen Ursprung und habe damit meinen Lebenssinn schon gefunden. So, meine Lieben, und wir kommen zur zweiten Legung mit dem hellen Stein oder auch beige-rosafarbenen Stein. So, meine Lieben, wir haben zwei Karten für das Allgemeine. So, die erste Karte, die ich hier rumgedreht habe, ist Loki, dein Schatten. Ja, der wollte in den vorhergehenden Videos auch erscheinen und dachte mir, na, es wird jetzt von Naturkatastrophen jetzt nicht ganz so schlimm. Der größte Teil war ja auch erst im Januar auch passiert, ob Vulkanausbruch, Feuer. Jetzt haben wir ein bisschen zu viel Wasser. Aber im Block steht auch, dass die Erde sich hier mitunter auch reinigt mit Wasser. Ja, also wir haben es jedes Jahr, das Wasser. Mythos. Loki repräsentiert den großen Widersacher unter den Göttern, der diesen durch seine Boshaftigkeit oft großen Schaden zufügt. Doch sein Schalk und seine Gerissenheit verhelfen den Assen ebenso zu deren wichtigsten Attributen und Errungenschaften. In den Ragnarök kämpft er voller Hass auf Seiten der Riesen. Taucht Loki auf, werden wir mit unseren eigenen dunklen Schattenseiten konfrontiert. Gleich in welcher Situation wir uns momentan befinden. Die Voraussetzungen dafür haben wir uns letztlich selbst geschaffen. Als Person begegnet uns hier der wortgewandte, charismatische Frauenheld oder die
Charme, versprühende, attraktive und geheimnisvolle Schöne, die uns mit ihrem faszinierenden Wesen in ihren Bann zu ziehen verstehen. Ebenso Menschen, die etwas in uns entzünden, indem sie uns genau das erzählen, was wir hören wollen und uns damit für eine meist ihre Sache zu begeistern wissen. Dann ist man gerne geneigt, fremden Bildern oder Religionsbildern, Ideen, Ideologien oder den eigenen Sehnsüchten hinterherzulaufen, ohne deren Inhalte und wahre Absichten anzuzweifeln oder vorherzuprüfen. Die zweite Karte ist Regin, die Berechnung. Mythos. Regin, einer der drei Söhne der Göttin Heidmar, und übt das Handwerk des Schmiedens aus. In der Wölzungen-Sage benutzt er Sigurd, also in Klammer Friedrich, um an das Rheingold zu gelangen. Ganz gleich, in welchem Bereich Regin auftaucht, ist in der Regel zu erwarten, dass hier nicht mit offenen Karten gespielt wird. Sollten wir Misstrauen oder Zögern in unserem eigenen Verhalten spüren, ist das in diesem Fall also eher positiv zu werten, da wir uns dann zu keiner voreiligen Entscheidung drängen lassen wollten. Sollten. Möglich, dass wir zum Spielball von Intrigen werden und zum Beispiel als Lückenbüßer für eine enttäuschte Liebe herhalten müssen. Wie auch immer sich die betreffende Angelegenheit unter diesem Aspekt entwickelt, am Ende wird sich einer der Beteiligten vermutlich hintergangen und ausgenutzt vorkommen. Wir kommen zum Beruflichen. Wir haben hier Yggdrasil, die Aufrichtigkeit. Mythos. Der gewaltige Baum stellt den zentralen Mittelpunkt im germanischen Weltenbild dar, deren Äste und Wurzeln in die neuen Welten auslaufen. Sein Gerüst entspricht auf mikrokosmischer Ebene dem menschlichen Rückgrat. Im Bereich der Arbeitswelt fordert uns die Karte dazu auf, seinen ganzen Mann bzw. Frau zu stehen und sich nicht unterkriegen zu lassen. Bei Zweifeln und der aufkommenden Angst, Problemen und Aufgaben nicht gewachsen zu sein, erteilt die Esche den Rat, bei sich selbst zu bleiben und die Herausforderungen Schritt für Schritt und nach bestem Gewissen anzugehen. Langsam aber beständig wächst der Baum durch ehrliches und aufrichtiges Verhalten. Sind noch immer die wenigsten Fehler entstanden. Okay, und wir kommen zum Thema Liebe. Wir haben hier Antuari, die Gier. Mythos, der Zwerg ist der ursprüngliche Hüter des Rheingolds. In Gestalt eines Hechts wird er von Loki gefangen, der ihn zur Herausgabe des Schatzes zwingt, worauf der Zwerg den Hort verflucht. Beziehung, die Tendenz, sich in
naiver Vorfreude einem zu erwartenden Genuss hinzugeben, offenbart unsere Sehnsucht nach seelischer Auslieferung, Abhängigkeit, Opfersyndrom oder aber dem Gegenteil, der Tyrannei, sprich Kontrollsucht über andere. Ebenso der Verdrängung möglicher Konsequenzen. Dieses Tun, erst die Erkenntnis, dass alles, was der Mensch zwanghaft im Außen begehrt, seiner ständigen inneren Suche, Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit, Sicherheit und Anerkennung entspricht, verhilft uns zu einem neuen Verständnis und der nötigen Geduld bei der Annahme sowie möglichen Heilung dieser Schwächen. Um echte Gier zu heilen, braucht es viel Vertrauen. Das aber wächst stets nur langsam, gleich einer zarten Pflanze, die viel Hege und Pflege benötigt. Okay. Nun, deine Amors Botschaft, riskante Versuchung, der Schein trügt. Naja, also vielleicht auch ein bisschen aufpassen, was du hier an Fasching mitunter kennenlernst, sich vielleicht dann doch ein bisschen zurückzuhalten. Deine nächste Botschaft war super. Stärke. Deine wahre Stärke stammt nicht allein aus dir selbst, sondern aus dem festen Vertrauen in eine höhere Macht. Du verfügst jetzt über eine Kraft, mit der du auch die gewaltigsten Aufgaben meistern kannst. Verbinde dich mit der Energie des Universums und habe Teil an ihrem Fluss. Diese Karte sagt dir auch, dass deine Lebensanschauung jetzt auf die Probe gestellt ist, um zu reifen und dass deine Beziehungen dabei sind, sich zu vertiefen. Was auch geschehen mag, nichts kann dich von deinem Entwicklungsweg abbringen. Dein Potenzial, dich zu verbinden, tritt klarer zutage und du bist in der Lage, die kreative Energie, die dir jetzt gegeben ist, auch zu nutzen. Tauche mutig ein in den Prozess der Selbstwerdung, denn es liegt Magie in der Suche nach der eigenen Form. Wenn du dir bewusst bleibst, woraus wahre Stärke erwächst, nämlich aus der Verbindung des eigenen Bestrebens mit dem Vertrauen in eine höhere Macht, die durch dich wirkt, ist alles möglich. Dir kann jetzt alles gelingen. Yeah, du bist ein Sieger. Aber ich würde hier tatsächlich mit Geduld tatsächlich herangehen und aufpassen, dass ich mich hier nicht übers Ohr hauen lasse. Also zwischenmenschlich scheint hier besser gewogen zu sein wie beruflich. Oder zwischenmenschlich besser gesagt. Hier haben wir laut den Engelkarten die Achtsamkeit. Achte darauf, was du denkst, achte darauf, was du sagst, achte darauf, was du tust. Jedes Wesen dieser Welt hat deine Achtsamkeit verdient. Schön, und wir kommen zur dritten Legung. So, allgemein habe ich für dich Hangar-Tür,
die Ohnmacht. Mythos. 9 Nächte lang hängt Odin als Angantyr hungernd, durstend und von eigenen Speer verwundet an der Weltenesche Yggdrasil. Am Ende dieser selbstgewählten Opferung erschaut das Geheimnis der Runen. Im Tarot, auch umgekehrt, ist es der Gehängte. Allgemein, wir hängen wortwörtlich ohnmächtig zwischen den Welten oder in den Seilen, sind ohne Macht und warten auf eine Veränderung der Situation. Diesen erzwungenen Stillstand für eine innere Rückschau zu nutzen, um herauszufinden, was uns in diese Lage gebracht hat, ist das Sinnvollste, das wir hier tun können. Ebenso wie Odin ächzend die Runen aufnahm, müssen wir erkennen, dass wirkliche Erkenntnis eigentlich nie ohne Schmerzen oder Opfer einhergehen. Versuchen wir uns mit dem Gedanken anzufreunden, dass etwas in uns diesen Zustand, so unerfreulich er uns gerade auch scheinen mag, freiwillig auf sich genommen hat, um aus dieser Erfahrung zu lernen. Vertrauen wir auf unser höheres Selbst, dass es uns am Ende die Einsicht beschert, nach der wir einst gerufen haben. Haben wir unsere Lektion gelernt, werden auch wir vom harten Holz abfallen und irgendwann wieder befreit aufatmen. Okay, zum Thema Beruf haben wir Traupnir, die Vermehrung. Mythos. Der kostbare goldene Wunschring wurde einst von Zwergen geschaffen. In jeder 9. Nacht tropft 8 ebenso schwere Ringe von ihm ab und beschweren somit seinem Eigner materielle Sorglosigkeit. Beruf? Wir befinden uns auf Erfolgskurs. Unsere Bemühungen werden belohnt und verkünden einen warmen Geldregen. Für unsere Projekte, Verantwortungsbewusstsein, für unser Tun und das Teilhaben lassen anderer an den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen. Versprechen längerfristigen Wohlstand und zufriedenstellende Resultate. Vorausschauende Investitionen und das Vorbereiten zukünftiger Projekte lassen uns expandieren und vergrößern unseren Einflussbereich. Zum Thema Liebe habe ich für euch Sigtrifar gezogen. Erkennen. Mythos. Sigtrifar ist eine Walküre, die von Odin in einen tiefen Schlaf versetzt wurde. Sigurd bzw. Siegfried durchschreitet den sie umgebenden Flammenwall und erweckt sie. Sie erkennen einander und sie lehrt ihn weibliche Weisheit. Als Person treffen wir möglicherweise wirklich auf einen Menschen, dessen Seele jetzt ebenso bereit dafür ist, mit uns in Kontakt zu treten.
sind wir gänzlich in Leidenschaft entflammt oder von unserem Gegenüber verzaubert, steht einem dahinschmachten und versinken in Tiefe, ja, in tiefen Gefühlen nichts mehr im Weg. Da das Unerreichbare jedoch oftmals erlischt, sobald wir nach ihm haschen, ermahnt uns Sig Tripharr, gleichzeitig zwar unserem Herzen zu folgen, ebenso aber nicht die Wahrheit hinter den Bildern zu vergessen, in denen sich letztendlich nur der eigene Eros widerspiegelt. Sind wir alleine, ist die Walküre ein wertvoller Hinweis darauf, wie wichtig es ist, das eigene Innenleben mit all seinen Empfindungen als eine Beziehung zu begreifen, in der wir lernen müssen, die Liebe zu uns selbst zu entdecken. Und zwar bevor wir einen Menschen erneut dafür missbrauchen, etwas in uns auszufüllen, das wir uns selbst zu geben gar nicht fähig oder noch nicht bereit sind. Dann erst mag uns die Liebe vielleicht wirklich im Außen auf eine Weise entgegentreten, wo die Bereitschaft zu wirklicher Hingabe selbst von unerfüllten Erwartungen nicht länger getrübt werden kann. Okay. Wir haben hier die heilige Vereinigung. Hüte deine Beziehung wie einen Schatz. Deine Map-Karte ist der Talisman. Eine Lektion, die wahrhaft gelernt wurde, kristallisiert sich aus verdienter Weisheit. Du hast alles, was du für den ersehnten Erfolg benötigst. Liegt die Talisman-Karte auf dem Kopf, so ist sie eine Mahnung an dich, dir deine Lebensmuster bewusst zu werden. Manchmal sind es gerade die vertrautesten Dinge, die dich vor etwas warnen, was du nicht noch einmal erleben willst. Dennoch stehst du nun vor einer wichtigen Entscheidung. Du kannst vorsichtig vorangehen und nach einem anderen Weg Ausschau halten, der dich in eine neue Richtung führt. Bedenke dies, wenn du schon mehrmals in dasselbe Loch gefallen bist, warum willst du diesmal nicht um es herumgehen? Wenn du weißt, wo das Loch ist, so halte dieses Wissen in Ehren. Zwar ist das Universum unbegrenzt, doch hat jeder individuelle Weg seine Beschränkungen. Es liegt Kraft in der Erkenntnis, dass wir jetzt nicht alle Wege offen stehen. Das heißt aber nicht, dass du auf deinem Weg zurückgehen musst. Was auch geschehen mag und wie du dich auch entscheidest. Du bist jetzt auf diesem Weg, damit er dich zu größerer Weisheit führt. Jetzt ist der Zeitpunkt, um andere, die zuvor an diese Stelle gekommen sind, um Rat und Hilfe zu bitten. Ihre Weisheit wird die Weisheit in dir erwecken. Und deine Engelbotschaft ist Weg des Friedens.
Ich lebe Frieden, also bin ich Frieden. Alle Wesen dieser Erde begegne ich in Frieden. Erzengel Gabriel, hier die Themen Mondkraft, Hoffnung, Erleuchtung der Materie, Auferstehung, Geburt, Hinwendung zum Licht und zur höheren Bewusstseinsebene, Auflösung von Blockaden und Schmerzen vom Herzchakra aufwärts, Vergebung, Verwirklichung des Marienaspekts. Erzengel Gabriel spricht: Ich bin vollkommene Lichtgestalt. Meine Botschaft ist reine, gebende Liebe. Ich bin Gabriel, der kristallweise Lichtstrahl Gottes, mit dem Maria ausgesandt wurde, zu sein die vollkommene mütterliche Liebe auf Erden. Ihr fragt euch immer wieder, was es mit dem Wort Mutter auf sich hat, weil es in diesen Zeiten überall und aller Orten auftaucht. Ich will euch sagen, dass auch dem weiblichen Teil des Gott selbst Respekt und Verehrung gebührt. So ist die Situation eurer Mutter Erde eine Reflexion eures Umgangs mit dem göttlichen weiblichen Wesen in euch selbst und in allem. Ihr müsst erkennen, Vater und Mutter sind eins. Seit dem Erscheinen Mariens wirken wir gemeinsam an der Erlösung der Materie, die nichts anderes als ein Teil der göttlichen Mutter ist. Ohne diese Erkenntnis kann ich euch kein Christusbewusstsein geboren werden. Der Sohn Gottes wurde aus der heiligen Mutter geboren. Dies ist ein Symbol für die Mutter eures Hohen Selbst, geboren aus der Vereinigung von Vater und Mutter, Geist und Materie. Ich, Erzengel Gabriel, herrsche auf Erden, euch über die Gezeiten. Ich manifestiere mich über das Mondlicht und führe zum Seelenpartner. Ich liebe euch mit der Kraft Gottes. Hilfreiche Affirmation von Erzengel Zadkiel. Ich fühle mich geborgen und genährt in der mütterlichen Liebe Gottes. Okay, meine Lieben. Wir kommen zum Ja und Nein und dem vielleicht und beziehungsweise zusätzliche Amos Botschaft. So, meine Lieben, hier haben wir die drei Karten. Liebesorakel, Amors Botschaft von Toni Camine Salerno. Okay, Silberschnur Verlag. 2005 erschienen. Finde ich noch am schönsten. Ja, Körper. Also Lichtengel von Sigrid Manke. Die Herzkarten, die sind auch richtig schön zur Heilung von Körper und Seele. Vielleicht habt ihr gewählt, ich löse auf. Wir haben einmal das Ja. Hier haben wir das Nein. Jetzt noch die Amos Botschaft. Packe ich es mit dem Akku noch? Ich habe ja schon mal gewechselt.
Ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Neuanfang. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und freue mich auf euren Anruf. Tschüss!